Wer von euch denkt sich auch immer, wenn er Rick und Morty schaut, Alter, die Macher der Show haben sich eindeutig schon mal psychedelische Drogen gegönnt. Und surprise, laut einem Interview mit Vice haben die beiden Schöpfer solche Drogen bereits genommen. Und ich bin mir sicher, dass solche Drogenerfahrungen auch bei dem Schreiben der Show eine gewisse Rolle spielen. Also passt auf und nehmt keine Drogen, sonst schreibt ihr vielleicht noch eine verfickt brillante, kreative Serie, die auf IMDb die 7-bestbewertete Serie des Universums ist. Da die Serie Rick and Morty einen zu ähnlichen philosophischen Gedanken Fragen und Antworten führt, wie es der Konsum von psychedelischen Drogen tun kann, möchte ich heute ein wenig über die Philosophie von Rick and Morty sprechen. Doch ich werde heute nicht allein über das Ganze sprechen, sondern ich habe heute auch den Manuel mit dabei vom sehr empfehlenswerten Kanal Green Rabbit, ein Kanal, der sich mit philosophischen Fragen künstlicher Intelligenz und Psychologie beschäftigt. Und ja, ich weiß, Wisecrack haben dazu auch schon Videos, aber keine Sorge, dieses Video wird kein Klon des Wisecrack-Videos. Wir haben hier einige neue Aspekte dabei. Außerdem haben die keine deutschen Untertitel. Englisch, Arabisch, Chinesisch, Finnisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Vietnamesisch und kein Deutsch? Euer Ernst? Ja, erstmal Dankeschön, Simon, dass wir dieses Video zusammen machen können. Rick and Morty ist wirklich eine absolut geniale Serie und ich freue mich sehr, dass wir da gemeinsam mal genauer reinschauen können. Für diejenigen, die Rick and Morty noch nicht gesehen haben, hier ein kurzer Einblick. In der Serie geht es um Rick Sanchez und seinen Enkel Morty Smith. Wir folgen den beiden durch Raum, Zeit, verschiedene Dimensionen und Universen. Die Familie Smith besteht zudem noch aus dem eher schlichten und unsicheren Vater Jerry, der Mutter Beth, die Pferdechirurgin ist, und der 17-jährigen Summer. Die Serie entstand aus einem animierten Kurzfilm, den einer der beiden Schöpfer der Serie zuvor produziert hatte. Dieser war eine Parodie auf Back to the Future. Viele beschreiben Rick and Morty als eine Mischung aus Back to the Future und Doctor Who, was es ziemlich gut trifft. Natürlich im Cartoon-Style und weniger mit Zeitreisen als vielmehr mit den endlosen Weiten des Weltraums und vor allem noch weiteren Weiten des Multiversums. Das wird genutzt, um Gedankenexperimente zu konstruieren und philosophischen Fragen auf den Grund zu gehen. Gute Science-Fiction ist nach Ups die Pannenshow die vielleicht philosophischste Form der Unterhaltung. Was wäre, wenn dein momentanes Leben einfach nur ein Spiel wäre und nach deinem Tod wachst du in einer Spielhalle auf, bist zurück in der wahren Realität und merkst, dass alles nur ein Spiel war? Könntest du sicher sein, dass es nicht noch mehr Ebenen auf diese Art und Weise gibt? Und was hätte die meiste Bedeutung für dich? Werden die Gefühle und Erinnerungen im Spiel auf einmal bedeutungslos? Natürlich haben wir im Gefühl, dass wir der Fake-Realität nicht so viel Wert beimessen wie der wahren Realität. Doch was ist der Unterschied? Oder was wäre, wenn die Außenwelt zwar existiert und real ist, wenn aber viele deiner Erinnerungen falsch sind? Wenn Erlebnisse, an die du dich erinnerst, nie passiert sind? Ein spannender Gedanke ist auch der von einer Identität in mehreren Körpern, also einer Schwarmintelligenz in einem Superorganismus. In der Serie wird dieses Szenario noch für weitere Überlegungen genutzt. Wenn diese Identität unsere Körper übernehmen würde und die Welt nun ein besserer Ort wäre, ohne Krieg und Zerstörung, wäre es wert, dass das Individuelle zerstört wäre? Worum geht es, wenn nicht um Individualität? Die Serie enthält sehr oft Elemente des Cosmic Horrors, der von H.P. Lovecraft begründet wurde. Beim Cosmic Horror geht es nicht um unsere tägliche Auffassung von Horror, sondern um die Angst vor dem, was außerhalb dessen ist, was wir verstehen können. Menschen sind demnach unbedeutend in der großen Betrachtung der intergalaktischen Existenz. Entsprechende Anspielungen auf Klassiker der Filmwelt, der Science Fiction und des Horrors werden immer wieder in der Serie und auch schon im Intro gemacht. Es wird also die Insignifikanz des Menschen und auch der Menschheit allgemein betont. Ein Zitat von Lovecraft bringt das ziemlich gut auf den Punkt. Die menschliche Spezies wird verschwinden. Andere Spezies werden auftauchen und wieder verschwinden. Der Himmel wird eisig und leer, durchbohrt vom schwachen Licht halbtoter Sterne, welche ebenfalls verschwinden werden. Alles wird verschwinden. Und was Menschen tun, ist genauso sinnentleert wie die freie Bewegung von Elementarteilchen. Gut, Böse, Moral, Gefühle, reine engstirnige Fiktion. Im Cosmic Horror werden wir mit dem Unbekannten konfrontiert, mit dem, was unser Verstand nicht begreifen kann. Genau das kommt auf einmal in unsere Realität. Lovecraft war übrigens übelster Rassist, also kein so richtig sympathischer Mensch.
Was wäre, wenn am Himmel auf einmal ein riesiger Kopf auftauchen würde, dessen bloße Masse das ganze Ökosystem ins Chaos stürzt? Und was wäre, wenn dieser riesige Kopf nichts weiter tut, als zu sagen, zeigt mir, was ihr könnt? Show me what you got. Das ist ein sehr typisches Beispiel für Elemente des Cosmic Horror. Ein sehr viel mächtigeres Wesen taucht in unserer Welt auf und wir können überhaupt nicht begreifen, was geschieht. Die Insignifikanz der Menschheit wird stark verdeutlicht. Bei Rick and Morty entsteht in der entsprechenden Folge ein Kult um die großen Köpfe und Rick Sanchez ist der Einzige, der weiß, wieso der riesige Kopf wirklich da ist und was er mit "Zeig mir, was ihr könnt" meinte. Auf witzige und groteske Weise werden uns in der Serie die unendlichen Möglichkeiten des Multiversums vor Augen geführt. In einem Universum sind Stühle die dominierende Rasse, in einem anderen Maiskolben. In einem Multiversum jenseits unserer Verständnis mit unendlich vielen Möglichkeiten fangen Bedeutungen und Werte an zu verschwimmen. Wir sehen immer wieder in der Serie diesen krassen Kontrast zwischen den alltäglichen menschlichen Problemen und Bedürfnissen und der Bedeutungslosigkeit all unseren Tuns in der Betrachtung von allem Existenten. Am stärksten dargestellt wird dies durch den Vater Jerry Smith, der nicht gerade der hellste ist. Jerry als Charakter zeigt, dass ihm seine Durchschnittlichkeit und Sinnlosigkeit seines Lebens nicht bewusst ist. Jerry ist in meinen Augen auch am ehesten eine übertriebene Darstellung des typischen normalen Bürgers. Ich denke, die meisten Larrys gehen wie Jerrys durch ihr Leben. Es ist daran auch nichts aufzusetzen, aber die Ricks dieser Welt haben einfach unsere Existenz zu einem größeren Teil verstanden als die Jerrys dieser Welt. Den heftigen Gegensatz zwischen Alltag und dessen Bedeutungslosigkeit mit Blick auf das große Ganze erfahren wir schon in der ersten Folge. Als Rick das erste Mal in der Serie mit Morty auf Reisen geht, verweist Morty immer wieder darauf, dass er zurück in die Schule muss. Er sieht gerade Wesen, die jeder Logik widersprechen, betritt unvorstellbare Welten, aber denkt darüber nach, dass er zur Schule muss. Rick hingegen versteht die Bedeutungslosigkeit. Er geht aber nicht nur pessimistisch mit der Bedeutungslosigkeit um. Er lacht darüber, er stellt sich der Bedeutungslosigkeit. Doch manchmal kommt eben auch das Wissen über die Sinnlosigkeit wieder in den Vordergrund und Rick ist verzweifelt, ist unglücklich und denkt an Selbstmord. Zudem ist er Alkoholiker. Seine Catchphrase Wubba Lubba Dub Dub heißt zudem: Ich habe große Schmerzen, bitte helft mir. Morty, do you know what Wubba Lubba Dub Dub means? In my people's tongue, it means I am in great pain, please help me. Er erkennt zwar die Sinnlosigkeit von allem Handeln, aber streng danach leben kann er auch nicht. Auch er besitzt Moral. Vielleicht redet er sich selbst etwas anderes ein. Das Universum hat vielleicht keinen höheren Sinn, aber das heißt nicht, dass wir uns das selber glauben können. Na, wie gehst du mit der Sinnlosigkeit deiner beschissenen Existenz um? Bist du eher ein Rick, Morty, Jerry oder eine Samantha? Samantha, zeig mal nur deinen Fuß! Link zu der Umfrage, wenn ihr auf das i klickt. Diese existenzielle Krise wird in der Philosophie des Absurden von Albert Camus beschrieben. Nach Camus gibt es nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord. Die Frage, ob das Leben sich lohne oder nicht, beantwortet nach Camus die Grundfrage der Philosophie. Die Philosophie des Absurden beschreibt den Konflikt zwischen dem menschlichen Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit und der Sinnlosigkeit des Universums, aber will auch zeigen, wie wir mit dieser Erkenntnis umgehen sollen. Die Mysics sind eine sehr spannende Darstellung für das genaue Gegenteil der menschlichen Existenz. Sie erfüllen möglichst schnell ihre Aufgabe, um dann aus der Existenz verschwinden zu können. Die Mysics haben eine spezielle Aufgabe und leben nur, um diese zu erfüllen und dann zu sterben. Menschen haben keinen vordefinierten Sinn, aber streben danach, einen zu finden. Mysics are not born into this world, fumbling for meaning, Jerry! Existence is pain to a Mysics, Jerry! Im Gegensatz dazu ist der Mensch dazu verdammt, einen Sinn zu suchen, denn der Mensch hat keinen vordefinierten Sinn. Diese aussichtslose Sinnsuche verdeutlicht Camus anhand vom Mythos des Sisyphos. Sisyphos Strafe in der Unterwelt bestand darin, einen Felsblock einen steilen Hang hinaufzurollen. Kurz vor Erreichen des Gipfels rollte der Felsblock allerdings immer wieder herunter und er musste immer wieder von vorne beginnen. Noch heute bezeichnet man ja etwas, das trotz schwerer Arbeit nicht fertiggestellt werden kann, als Sisyphos-Arbeit. Ich bin da ganz altmodisch und bleibe bei dem Wort Steuererklärung. Nach Camus ist es notwendig, das Absurde zu überwinden, und zwar durch permanente Revolte. Wir sollen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Dazu gehört zunächst einmal die Annahme des Absurden.
Und das setzt voraus, dass kein Endziel angestrebt wird, sondern die Einsicht, dass es ein endloser Prozess ist. Rick ist in der Serie ein perfektes Sinnbild für diese Philosophie. Er erkennt deutlich die Sinnlosigkeit seiner Existenz, doch rebelliert dagegen. Er macht einfach das, was ihm Spaß macht. Er erfindet sinnlose Dinge, trinkt viel zu viel Alkohol und geht auf Abenteuerreise mit seinem Enkel Morty. Geil, Heroin! Rebellierst du etwa gegen die Sinnlosigkeit deiner Existenz? Respekt! Und auch Morty kommt innerhalb der Serie zu der Erkenntnis, niemand existiert mit Absicht. Niemand gehört irgendwo hin. Jeder von uns muss sterben. Gehen wir Fernsehen? Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Wir kriegen in der Serie immer wieder Charaktere gezeigt, dessen Sinnlosigkeit auf die Spitze getrieben wurde. Anhand dieser Charaktere können wir die Sinnlosigkeit von außen betrachten und uns Gedanken über unsere eigene Existenz machen. Sie verfluchen ihre Erschaffer sogar, dafür existieren zu müssen. Rick, du hast mich in diese Welt gebracht und nun leide ich an meiner eigenen Doppelmoral. Als eine Butterserviermaschine ihre Bestimmung erfährt, du servierst Butter, ist sie verständlicherweise deprimiert. Rick antwortet darauf, willkommen im Club, was wieder eine starke Verdeutlichung des existenziellen Dilemmas darstellt. Und vielleicht lässt sich unser Leben genau mit dieser Maschine vergleichen. Sie gibt Butter weiter, wir unseren genetischen Code. Mama, was ist der Sinn des Lebens? Ficken, mein Kind. Auch andere große Philosophen wie Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger und Sartre ringen mit der Erkenntnis, dass das Leben keinen Sinn hat. Wir sind nur biologische Masse, die sich sinnentleert auf einem kleinen Stein dreht, inmitten eines gleichgültigen Universums. Und vielleicht sind wir nicht nur der winzig kleine Punkt in einer von Milliarden von Galaxien. Wir sind vielleicht sogar nur ein winzig kleiner Punkt in einer von Milliarden von Galaxien, die in einer von unendlich vielen Universen liegt. Diese Gedanken sind möglicherweise aktueller denn je. Die Wissenschaft erklärt uns immer mehr, wie die Welt funktioniert. Die Menschen werden immer rationaler. Der Glaube an etwas Sinngebendes verschwindet immer mehr. Oder wie Nietzsche sagte, Gott ist tot. Die Philosophie des Absurden ist eng verwandt mit dem Existenzialismus, weshalb sich Camus auch hier einordnen lässt. Auch Jean-Paul Sartre stellte fest, dass es keinen allgemeinen Sinn des Lebens gibt. Im Existenzialismus nach Sartre geht es aber vielmehr darum, dem Leben individuell einen Sinn zu verleihen. Nach Sartre ist diese Sinngebung essentiell. Nach Camus geht es um die Annahme des Absurden. Viele haben diesen Gedanken der Bedeutungslosigkeit vielleicht das erste Mal in Verbindung mit dem Nihilismus gehört. Der Nihilismus ist ein sehr vieldeutiger Begriff und in der klassischen Philosophie wird er eher weniger verwendet. Er ist im modernen Sprachgebrauch allerdings wieder mehr in Benutzung. Es wird dort vor allem der ethische und logische Nihilismus mit dem Wort verbunden. Das beschreibt die Ansicht, dass Handlungen keine innewohnende Bewertung besitzen, also sich objektiv nicht als gut oder schlecht beschreiben lassen. Und es wird der Bestand irgendeiner Wahrheit verneint. Kurz gesagt, es gibt keinen Sinn, keine Bestimmung, alle moralischen und gesellschaftlichen Normen sind bloß menschenerdacht und spielen keine Rolle außerhalb unserer menschlichen Illusion. Und ja, ich weiß, ich wiederhole mich diesbezüglich, weil ich habe in dem einen LSD-Video schon eigentlich das Gleiche gesagt, nur dass ich da nicht so fancy Wörter wie Nihilismus verwendet habe. Eine Verdeutlichung des nihilistischen Denkens ist dieses Wesen. Es führt uns die Bedeutungslosigkeit unserer Existenz in extremer Weise vor Augen. Kosmisch gesehen sind wir genau das, was wir gerade in diesem Wesen gesehen haben. Ein winziger, bedeutungsloser Bruchteil in der gesamten Existenz des Universums. Wir werden für einen winzigen Bruchteil kosmischer Zeit ins Leben geholt, nur um dann wieder zu verschwinden. Rick sagt in solchen Fällen nur eins. Don't think about it. Im Nihilismus ist der Umgang damit allerdings nicht allgemein definiert. Es ist eine bloße Feststellung der Sinnentleertheit der Existenz. Manche sprechen auch vom existenziellen Nihilismus. Man geht also davon aus, dass das Leben keinen vordefinierten Sinn oder eine objektive Bedeutung hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass man selbst den Dingen und der Welt keinen Wert geben oder eine Bedeutung beimessen kann. Ähnlich wie in der Philosophie des Absurden kann man die absolute Freiheit, die sich daraus ergibt, erkennen und sich ihr stellen. Sartre drückte es so aus. Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Das hat natürlich irgendwie einen negativen Beigeschmack, aber man kann diese absolute Freiheit auch als etwas Positives ansehen. Viele, die mit dem Nihilismus konfrontiert werden, beschäftigen sich daraufhin mit dem eben erwähnten Existenzialismus. Manche werden deprimiert und fühlen sich leer. Manche versuchen diese Leerheit mit irgendetwas zu füllen, ob nun mit Essen, Medienkonsum oder auch Drogenkonsum.
Manche gehen in den Ansichten auch in den metaphysischen Nihilismus. Metaphysische Nihilisten verneinen die Existenz irgendeiner Wirklichkeit. Metaphysischer Nihilismus. Spätestens hier bricht die Watchtime ein, ihr niveaulosen Drogen-Junkies. Innerhalb derer, die sich mit dem Nihilismus beschäftigen, gibt es große Unterschiede. Wenn man aber nicht gerade unter einer klinischen Depression leidet, dann verhalten sich die meisten wie Sisyphos. Auch interessant zu sehen ist das moralische Dilemma von Rick. Er gibt vor, keinerlei Moral zu haben und handelt oft auch entsprechend, aber immer wieder kommt durch, dass er da nicht konsequent sein kann. Als er eine längere Zeit mit seinen Enkelkindern verbringt und Morty nach seiner Catchphrase fragt, sagt er, dass diese nicht nötig sei. Wir wissen, bedeutet seine Catchphrase, dass er große existenzielle Schmerzen hat. Er hat sie in diesem Moment also nicht. Auch wenn er sich allgemein nicht eingestehen will, so ist er doch am glücklichsten, wenn er Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen kann. Und wieso sollte es auch nicht so sein? Mit der Annahme des Absurden legt Rick Wert darauf, Spaß zu haben und einfach zu leben. Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen, macht ihm Spaß. Es ist keine auferlegte Norm, die er ablehnen müsste. Vielleicht braucht auch ein Rick Sanchez eine Konstante im Leben. Und zwar die Bindung und die Liebe zu seiner Familie. Seid ihr der Meinung, dass ich häufiger mal so philosophische Videos machen soll? Oder soll ich weiterhin nur über Drogen reden? Ich empfehle euch wirklich wärmstens, den Kanal von Manuel auszuchecken, aka Green Rabbit. Der taucht nochmal tiefer in das Thema Philosophie ein. Ist wirklich großartig gemacht. Bestimmt einer der besten deutschen YouTube-Kanäle. Ich glaube, keiner von euch wird es bereuen. Unterstützt ihn auch auf Patreon. Ich glaube, der Kanal wird demnächst richtig durchstarten. Zurzeit hat er, glaube ich, so 7000 Abonnenten, aber der macht so hochwertigen Content. Helft auf jeden Fall mit, dass der möglichst schnell die 100.000 erreicht. Ich will eine Woche nach diesem Upload soll er schon mindestens 10.000 Abonnenten mehr haben. Der Großteil dieses Videos ist auch von ihm. Ich habe nur die ganzen guten Jokes gemacht. Mama sagt, gib diesem Video 5 Sterne und wenn nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.